Gott, war dieses Spiel Dreck. Ich habe mir für den Nachbericht wirklich vorgenommen, jedes Spiel mit Statistiken zu belegen, euch Analysen zu geben, alles. Aber ganz ehrlich, das ist dieses Spiel einfach nicht wert. Deswegen One Take jetzt hier nach dem Spiel. Ich komme gerade aus der Arena. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr, aber möchte mit euch über dieses Spiel reden. Wenn ich mich also jetzt verhaspel, wenn ich also irgendwie einen Fehler drin habe, dann vergesst es bitte. Ich möchte jetzt einfach hier mal kurz darüber reden, was wir da gerade gesehen haben. Fangen wir einfach mal an. Ich komme in dieses Stadion rein erstmal. Abgeschirmt, bis zum geht nicht mehr. Das war gut gemacht von der Polizei, das passt alles. Die Fans sind richtig gut drauf. Die Stimmung ist fantastisch auf beiden Seiten. Beide Seiten haben richtig Bock hier ein geiles Spiel abzuliefern. Du schaust dir die Ausstellung an und denkst dir schon wieder, Kaminski spielt schon wieder von Anfang an. Das kann doch nicht wahr sein. Der Mann ist in 23 Spielen 24 Mal gefährlich. Und zwar nicht für uns, sondern gegen uns. Es ist... Jedes Wort mal das gleiche. Jedes Wochenende ist der der zwölfte Mann für den Gegner. Der spielt wieder. Ein Derry John Murken kommt nach seiner fünften gelben Karte wieder. Komplett gut, eigentlich. Einer der besseren von uns. Den lassen wir auf der Bank. Und wir lassen lieber einen Kaminski spielen. Warum lassen wir ihn Kaminski spielen? Wir spielen mit der gleichen Elf. Okay, Karagertz ist Fan davon zu sagen, weißt du was, wir haben gewonnen gegen Braunschweig. Visa jetzt mal dahingestellt, aber wir haben gewonnen, also spielen die gleichen Spieler. Okay, akzeptiere ich. Ein Kaminski, in Kallas, ein Baumgattel. Bei Kallas, Baumgattel finde ich es gut. Kaminski kapiere ich einfach nicht. Ich habe vorher auf YouTube und auf TikTok Videos hochgeladen mit Vorberichten zum Thema Magdeburg gegen Schalke. Ich habe bei beiden Videos gesagt, ey, Magdeburg spielt gerne offensiv ballorientierten Fußball. Und ich habe überall gelesen, ey, die spielen gerne hinter die Kette, insbesondere bei Rechtsverteidigern. Was ist in diesem Spiel eine Millionenmal passiert? Brunner wurde andauernd überspielt. Jedes einzelne Mal stand er da wie ein F-Jugendspieler und hatte den Gegner hinter sich und der Ball war weg. Wieso weiß das jeder gottverdammte Zuschauer, dessen Aufgabe es nicht ist, den Gegner vorher zu analysieren, besser als unsere Scouting-App bzw. unsere Spielanalysten, als unser Cheftrainer, als jeder andere. Das Ding ist, wir müssen ja noch nicht mal so weit gucken, um uns komplett zu blamieren. Es fängt bei einem Mark Wilmots vor dem Spiel an. Das habe ich jetzt erst nach dem Spiel erfahren, weil in dem Stadion hast du ja überhaupt nichts auf gar kein Netz, also du du erfährst ja überhaupt nichts. Die Welt könnte um dich herum untergehen, du würdest es nicht mitbekommen. Dann lese ich, ein Mark Wilmots haut tatsächlich raus, ein Soppi, wie wer hat denn gesagt, dass das eine sofortverstärkung sein soll? Wie? es steht auf der eigenen website steht dass er das gesagt hat dass das eine sofortige verstärkung ist und dass man die jetzt direkt benötigt und er setzt sich hier wirklich in ein interview und sagt das habe ich nie behauptet ist ein scherz oder ist, ist, ein, ist jetzt ein witz was also bei aller liebe ich liebe mark Wilmots über alles das ist ein verdienter spieler das ist eine schalke legende das ist eine absolute ikone dieses vereins aber der wirkt da einfach nicht kompetent. Der Mann hat doch keine Ahnung, was er da tut, oder? Also bei aller Liebe, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kannst du doch nicht ernsthaft sagen. Du kannst doch nicht in ein Interview gehen und sagen, ich habe das nicht gesagt, wenn auf der eigenen Vereinsseite steht, dass er das gesagt hat. Und dann fangen wir da an zu spielen. Und wir fangen eigentlich nicht an zu spielen. Wir machen überhaupt nichts. Wir haben 0,09 Expected Goals. Erstmal in der ersten Halbzeit. Was ist das? Das ist ja nicht mal nichts. Das ist eine absolute Frechheit. Magdeburg spielt von Anfang an guten Fußball. Das ist nicht spektakulär, aber das ist grundsolide. Die laufen andauernd uns an und wir sehen da andauernd aus, als wenn wir überhaupt nicht wüssten, was wir tun. Ein Kaminski ist in aller Regelmäßigkeit komplett überfordert. Ein Schuller auf Seiten von Magdeburg, wo kommt der eigentlich noch mal her? Richtig, von uns. Wir haben den abgegeben. Weil nicht gut genug. Ein Schuller. Der hat heute nicht getroffen, okay, akzeptiere ich. Aber der hat regelmäßig die Spieler bei uns komplett in Bedrängnis gebracht. Im Baumgartel jederzeit. In Kaminski jederzeit, in Kallas jederzeit, in Brauner jederzeit. Die hatten alle gar keine, gar keine Schnitte da hinten. Die haben es alle nicht hinbekommen. Kein einziger. Und nach vorne, da brauche ich gar nicht drüber reden. Was soll ich denn sagen nach vorne? Da ist ja in der ersten Halbzeit überhaupt nichts passiert. Wir hatten keine einzige wirkliche Chance. Null. Den Elfmeter, ja gut, also der Elfmeter im Nachhinein, wenn wir uns jetzt den mal angucken, ist ein Witz. Also, dass es den gibt, wieso gibt es den Elfmeter? Also, ja, ich verstehe, Brunner geht alles, aber definitiv nicht zum Ball. Der geht nur zum Mann. Warum auch immer, aber Brunner sieht eh die ganze Zeit scheiße aus, von daher, nun gut. Ich meine, wir, wir lassen Magdeburg da aussehen wie Barcelona Prime damals. Aber trotzdem, also, dass es den F-Meter nicht gibt, ist eigentlich erst richtig. Dass der Videobeweis dann einschaltet, ist absolute Frechheit. Also, wo ist das irgendwo in einem Leben eine klare Fehlentscheidung? Also, das kannst du ja keinem erzählen, das ist ja Schwachsinn. Also das ist ja, nee, also, ganz ehrlich, dann gibst du bald 15 Elfmeter pro Spiel. Da fangen wir aber an, dann spielen wir aber irgendwann Handballergebnisse. Also, ja, Brunner sieht da ja dumm aus. Macht ja auch absolut dämlich, dass er da reingeht so. Aber den kannst du doch nicht geben. Aber nun gut, egal. Was ändert das irgendwo? Dann kommt Karagert zur Halbzeitwechsel viermal. Und ich habe als allererstes sich Moor warm machen sehen und ich habe mir gedacht, will der mich jetzt komplett verarschen? Jetzt wechselt der Moor wieder ein. Was will ich denn mit der Gurke? Der hat bei uns, es ist ein Staatsverbrechen, also wirklich, Heidenheim hat uns abgezockt, dass wir denen noch Geld für den Spieler gegeben haben. Das ist moderner Bankraub, was die gemacht haben. Wir haben Geld für den bezahlt. Was das Einzige, was der bis uns jetzt, bis jetzt gebracht hat, ist, dass der uns Punkte gekostet hat. Ich erinnere da an das Spiel gegen Fürth. Der Typ überlegt sich erstmal drei Minuten, was er denn mit dem Ball macht. Mag bestimmt ein feiner Kerl sein, alles gut, ich rede nur über den Fußballer gerade. Aber da ist seine eine Flasche. Ich bin nicht besser. Ich werde aber auch nicht dafür bezahlt. Und das, was. Da macht er sich warm. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt gleich noch Henning Matriciani rein, dann ist das komplett. Wo ist eigentlich Danny latzer wenn man ihn braucht? Und dann kommt auch noch ein Brandon Soppi. Supi, das kann ja was geben. Der Mann spielt jetzt seit zwei, drei Tagen mal mit der Mannschaft zusammen. Der wird bei 3-0 definitiv eine Verstärkung sein. In Simon Terode mit seinen 13 Km hat Top Speed. Fantastisch. Da bin ich ja super happy. In Moore noch rein. Hm. Das sehe ich ja. Dann Brian Lassmer. Der hat immerhin Topspeed, ja. Aber der nimmt den Ball an und der Ball ist erstmal in Berlin. Weil der hat ja eine Annahmefähigkeit. Der kann ja gefühlt nichts mit dem Ball. Der kann laufen. Das ist gut. Das ist ja super. Aber was willst du denn damit? Da kannst ja nichts anfangen mit. Das bringt mir ja nichts. Das bringt dem Spiegel ja nichts. So. Und wir können eigentlich froh sein. Magdeburg macht dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr. Die denken sich, oh, wisst ihr was? Wir müssen nicht, ihr könnt scheinbar nicht, dann machen wir hier mal einen Entspannten. Die Fans in der zweiten Halbzeit gar keinen Bock mehr, am Anfang noch richtig geile Stimmung. Also gut, ich habe kurze Zeit nichts gesehen, als dann Pyro angezündet wurde, aber das ist mir egal. Ganz ehrlich, von mir es hätten sie 90 Minuten Pyro machen können, weil dann hätte ich wenigstens mir den Müll nicht angucken müssen. So. was? Also wirklich am Anfang, der Support war mega geil, hat richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht, haben die Spieler nicht verdient, wenn man mal ehrlich ist. Also, eigentlich hätten wir alle nach 10 Minuten uns umdrehen müssen und ab nach Hause fahren müssen. Aber gut, macht man ja natürlich nicht. Und dann in der zweiten Halbzeit Support eingestellt. Ich meine, wer will es einem verdenken? Jetzt mal bei aller Liebe, ne? Also, den Sauhaufen willst du doch nicht mehr supporten. Und dann kommen die ja wenigstens mal und haben ein paar Chancen. Und dann sind die ja zu so blöd, das Ding auch noch zu machen. Also sagen wir mal ehrlich, das, was wir hinterher an Chancen haben, da hätte man mindestens einer vom Laster fallen können. Aber das kriegt man ja nicht hin. Und langsam, Entschuldigung, muss ich auch ein Karl hinterfragen. Also ich bin immer noch nicht der Meinung, dass es der Trainer schuld ist, aber äh, mal ehrlich, es ist doch jedem aufgefallen vorher, und jedem war klar, was, was Magdeburg dafür einen Plan haben wird. Jedem war klar, die werden Brunner tausendmal überspielen. Das wusste jeder. Das wusste jeder, möchte gern Trainer da draußen im Internet. Warum weiß es unser Trainer, warum weiß es unsere Analystenabteilung nicht? Mag mir das mal jemand erklären, warum Internet-Rambos, auf gut Deutsch gesagt, wie ich ja auch einer bin, es besser wissen als der hochbezahlte Trainer? Was soll denn das? Also, jetzt mal ganz im Ernst langsam, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Und dann im Interview hinterher haut ein Mark Wilmots raus. Wir haben noch ein paar Pünktchen vor dem Abstiegsplatz. Ja, super. Geil. Mark Wilmots. Gefühlt fünf Interviews gegeben, sechs schlechte Aussagen getroffen. Klasse. Das ist ein Sportdirektor nach meinem Geschmack. Das ist ein super Typ bestimmt. Ganz klar. 97, werde ich nie vergessen. Aber was der momentan mit seinem Legendenstatus macht, ist auch eher kritisch. Das, das wäre das gleich, Also gefühlt wäre es das Gleiche, wenn der plötzlich sagt: ey, BVB ist eigentlich viel geiler. So eine Art, was, was macht der mit dem Verein? Was, wieso ist der eingestellt worden? Jedes Interview, was der macht, ist für mich am Ende, wo ich mir denke: so, ach du heiliger Gott, PR-technisch schon wieder eine Katastrophe. So, ein Seguin haut hinter heraus, dass das jetzt mal bitte ein bisschen mehr Reibereien geht. Ja, dann haut euch doch mal einen aufs Maul im Zweifelsfall von mir aus. Und der, der liegen bleibt, der hat verloren und der spielt am Wochenende nicht. Aber dann habe ich vielleicht Spieler, die auch mal spielen wollen. Also, ich, ich verstehe ihn sogar und ich fand das Interview gar nicht mal so schlecht. Aber dann macht doch mal. Es ist ja schön, dass ihr in der Arena immer mal wieder 1 zu 0 gewinnen könnt. Habe ich ja auch nichts gegen. Freue ich mich ja auch drüber. Aber dann spielt doch vielleicht auch mal auswärts wenigstens Fußball. Also zwei Siege, ein Union jetzt neun Niederlagen, das ist ja klasse. Wir Fans kommen doch mit. Wir wollen doch. Wir sind doch willig. Und wir fahren in drei Wochen auch wieder alle nach Berlin. 525 Kilometer aus dem Ruhrgebiet her. Klar, kein Thema. Sonntag 13.30 Uhr, easy. Ich meine, irgendwie 6 Uhr losfahren. Hallo, machen wir. Ich freue mich jetzt schon. Das wird wahrscheinlich wieder ein richtig geiles Spiel. Ich sehe schon Fabian Reese da mit dem Hattrick. Also bei aller Liebe, aber ist einfach. Also. Was wollt ihr? Wollt ihr wirklich, dass der Verein irgendwie in die dritte oder vierte Liga absteigt? Weil dritte Liga-Lizenz wird auch erstmal ein Spaß. Macht das erstmal. Da könnt ihr mit Sport 5 hier zusammenarbeiten, wie ihr wollt. Die müssen auch erstmal irgendwelche Idioten dran kriegen, die uns überhaupt noch sponsern. Also. Hat der Verein den Schuss irgendwie jetzt gehört? Wir können froh sein, dass Kaiserslautern komplett dämlich ist momentan. Und da sich 4-0 von, Kaiserslau von Kaiserslautern, von, von Karlsruhe abschlachten lässt. Osnabrück fängt langsam an zu gewinnen. Braunschweig punktet nach und nach. Mal gucken, was jetzt Hansa Rostock macht. Wenn die gewinnen, ja, dann pro Mahlzeit. Wir sind da schneller unten, als wir gucken können. Und plötzlich sind wir abgestiegen. Oh Mensch, das ist ein Zufall jetzt. Huch, oh, wo auch nicht, wie das passiert ist. Meine Fresse. Das ist jede Woche das Gleiche und wir machen es trotzdem natürlich und ich würde wie gesagt jedes Mal wieder hinfahren. Aber ich, wieso können wir das besser einschätzen als er oder als die Mannschaft? Und danach kommt das Team ja noch mal in die Kurve und mittlerweile habe ich fast gar keinen Bock mehr zu pfeifen oder irgendwas zu brüllen, weil ich weiß genau da vorne stehen elf Spieler. Und 22 Ohren, die auf Durchzug geschalten sind. Die senken sich doch auch so. Ist mir doch alles scheißegal. Es gibt genau vielleicht ein, zwei, drei Personen, wo ich mir denke, ey, die berührt das. In Marius Müller, wo ich wirklich das Gefühl habe, der ist angefasst davon. Dann vielleicht auch noch in Simon Terode, wobei der ja auch überhaupt nichts bringt mehr. Und dann, ja, keine Ahnung. Anscheinend hatten Callas ja auch eine relativ große emotionale Bindung da fast. Aber ansonsten? Die juckt das doch einen Scheiß mittlerweile. Also, überleg doch mal, letzte Saison, Ende, Endspurt. Da stehen in Leipzig, stehen die Spieler und heulen, weil wir abgestiegen sind. In Tom Kraus kann an dem Spiel nicht teilnehmen und flennt mehr als mancher Fan. Und jetzt denkst du dir, schau dir diese seelenlose Trümmertruppe da unten an und krieg am besten einen Kotzkrampf. Weil die es einfach nicht geschissen bekommen, wenigstens uns Fans mitzuziehen, zu sagen: Weißt du was, ihr kämpft. Ihr macht nichts. Gar nichts. Und die Fans so häufig in einer Saison zum Schweigen zu bringen, das habe ich noch nicht so in der Form erlebt. Und habe ich auch nie erwartet, dass das ein Team mal so hinkriegt. Wir sind der FC Schalke 04, die vor ein paar Jahren einfach noch gegen Real Madrid 4 zu 3 gewonnen haben und die am Rand eines Ausscheidens hatten. Und ja, der Fußball hat sich verändert. Das akzeptiere ich auch. Und wir sind manche Dinge einfach nicht mitgegangen, weil wir bei unseren Traditionen bleiben wollen. Und das ist auch okay. Aber das, was mit unserem Verein gemacht wurde, grenzt wirklich an Mord. Weil unser Verein ist... Bei bestem Wissen und Gewissen anscheinend mal eben ums Eck geführt worden. Danke dafür. Glück auf!